Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Pixelmon mit dem Yannick. Moin moin. Moin moin. Wir haben unseren Hyperball und mit dem gehen wir jetzt auf die Jagd. Hey, hast du das hier weggebaut, ja, oder? Ja. Okay, gut. Nein, so ein Wahlding fange ich mir nicht. Ich würde gerne ins andere Biom gehen, oder? Wolltest du hier eins fangen? Ich weiß nicht, wir können mal gucken. Ein Wati ist bestimmt auch was Lustiges. Ein Ampharos zum Schluss? Aha, schon, aber. Ich will kein Schaf haben. Also, Ampharos sieht ja nicht mehr wirklich scharfig aus, ja? Das stimmt. Das sieht irgendwie einfach nur merkwürdig aus. Tauboga! Na, das ist. Doch, das ist ein Tauboga, ja. 35, ist ein bisschen zu powerful für mich. Ich bin immer noch Level 13. Ui. Relaxo! Oh, wollte gerade sagen. Relaxo. Bam. Aber das ist normalerweise unten Maschok, Maschok. Relaxo Level 47. Da ist wieder Panflam. Ich hab ja schon vorher. Ich glaube, ich versuche mich an Maschok. Na dann, viel Spaß. Ich hau jetzt das Panflam einfach um. Puh. Wo komm ist schon. Der hin? Es verarscht mich, dieser Affe. Hä? Ist der gerade hier hochgehüpft? Ich dachte, das verarscht mich, es ist unten gewesen. Dafür gibt's einen Aberknarre. Tschüss. Oh, Roffel. Blaze Powder, also Lohnstaub, habe ich gerade bekommen. Alter. The fuck? Komm schon. Und? Ja, ich geh's jetzt. GZ. Er hat sein erstes Pokémon gefangen. Und ich noch nicht. Ich finde aber jetzt, kenn's wirklich, was ich unbedingt haben wollte hier. Das ist fies. Obwohl, ich brauche noch irgendein Pokémon, was fliegen kann. Ja, das brauche ich dann auch noch irgendwann. Wo ich mich dann auf das. Aber hier, guck mal, das. Die Entwicklung von Panflam hat schon irgendwo was, oder? Die sieht geil aus. Lass mich weg, nicht angreifen. Sogar die letzte Entwicklung. Geh weg. So Level 46. So ein Taubers? Das ist halt diese erste Generationsflugvieh, ne? Ja. Oder ich wette, das Glurak ist leider nimmer da. Boah, nee, wenn das Glurak jetzt da ist und du den Glurak schnappst, ne? Nein. Oh, schön. Mir reicht doch ein na, Glumanda, also so ist ja nicht. Es wird ja irgendwann ein Glurak. Ich muss schon wieder neu starten. Mann, was ist denn das? Keine Ahnung. Ich weiß ja nicht, wie viel RAM bei dir eingestellt ist. Können wir mal nachgucken vielleicht. Eigentlich habe ich den schon richtig. Was gegeben hier? Was? Machok? Macho Mai? Ne, Macholo ist es ja. 128, oh Gott, das ist ja nichts. Was, MB? Nee. 128M hat er hier. Ja, das ist 128. Nee, das geht doch gar nicht. Da würdest du gar nicht starten, so wenig, oder? Bei X. X minus XMN und dann 128M steht da. Minus XMM, ne, das ist der Minimum, der passt schon, aber da müssen wir minus XMX oder sowas geben. Ja, ein Gig ist hier ganz vorne, okay. Ja. Ja, vielleicht mal zwei oder ich so. Ich mach mal zwei rein. Tauboga, soll ich mal einen Tauboga fangen? Was, Jungglut? Das war Tauboga, denke ich mal. Lang gerade so. Das ist noch ein Taubsi, hey. Also vom Level her müsste ich mir eher einen Taubsi fangen. Ich bin jetzt Level 13. Ich sollte mal leveln. Geronimatz, ist das gut? Aber das entwickelt sich relativ spät. The fuck, ja, aber die Entwicklung sieht so geil aus von Geronimatz. So hier brennt so gerade ein Baum ab. Hier brennt ein Baum ab, weil er neben der Lava steht jetzt. Funpi, komm jetzt her. Ich will dich jetzt besiegen. Komm her und... Aquaknarre. Jawohl, Level up. Level 14. Leder. Ein Funpi gibt Leder. Was zur Hölle? Hör auf, jetzt hier zu brennen.
So, jetzt kommen wir mal. Scheiße, ich hab wieder vergessen, das Pokémon zu markieren. Pokémon Center zu markieren. Hast du es markiert? Nein. Scheiße. Ich renne hier gerade echt wild hin und her. Ja, irgendwo an der Grenze von den zwei Gebieten muss es ja sein. Eben. Jetzt. Ist das jetzt gerade gestorben an irgendwas? Ich wollte es besiegen, weil es Level 16 auf Hanpi war, weißt? Und dann macht's klick, klick, klick und ist tot. Hä? Das kapiere ich gerade nicht. Zack. Dann nehmen wir halt. Na, das ist wieder bloß Level 6. Jetzt gib mir doch mal. Ist das ein Pipi oder ein Pixie oder sowas? Ein Pipi. Das sieht aus. Das ist voll eckig. Kikli sieht auch aus wie so ein. Ein Capoeira. Was gibt's denn hier alles? Ist doch Capoeira, ja? 29. Da komme ich mit meinem 13er einfach nie an gegen. Nicht mal, wenn ich es fangen wollte. Ich brauche jetzt mal irgendein Vieh, wo ich ein bisschen trainieren kann. Sei es ein Georock oder irgendwas. Hier ist ein Georock, aber Level 32, ich glaube. Ja, das ist ein bisschen. Mit 13 schaffe ich das noch nicht ganz. Das stimmt. Was ist das? Pick ein Kleinstein, Level 10. Das ist doch schon mal ein Anfang. Und jetzt nur noch treffen. Mudkip! Jawohl. Mudkip! Aquaknarre! Bäm! Cobblestone! Ich hab einen Cobblestone bekommen. Von wem? Ah, jetzt hab ich Geduld gelernt. Ja, hier Geduld, da steht's. Ich hab Angst, ey. Ich bin hier auf dem Berg und fall gleich runter, dann bin ich tot. Lernt Geduld. Ist das. Also, Pixie sieht besser aus als ein Pipi. Ja. Also auf jeden Fall. Also, auch vom Design her, Pixie ist nicht ganz so eckig. Es ist auch eckig, aber nicht ganz so eckig. Nein, das ist Level 32. Scheiße, jetzt greife ich das doch an. Oh, die Kabados liegen hier alle auf dem Gras. Nein, rettet sie. Also, es hat Smackdown gemacht und ich war tot. Smackdown? Ja. Und ich bin erst Level 15. Ich habe ja schon zwei Level gemacht, stimmt. Und da ist jetzt wieder ein Kleinstein, Level 17. Und das wäre so ein schöner Gegner gewesen. Alter, stimmt, hier liegen die Kabados einfach rum. Hab dich gefunden. Mein Inventar ist voll. Dann kann ich nämlich wegnehmen. Schneeball braucht doch kein Mensch. Wo ich den schon wieder her? Den kannst du wegwerfen. Dich wieder mit abwerfen. Nein, nicht mich. Wirf den Zugang ab. Jetzt brauchen wir ja eine Tauschmaschine, damit ich meinen Maschok entwickeln kann. Stimmt. Scheiße, hier ist keiner. Wir müssen wirklich umziehen wieder. Jetzt, wo die Dings alle gewachsen sind hier, weißt du, kommst du mit deinem Tauschding. So. Hast du jetzt noch nichts gefangen? Nein. Oh. Das ist Windfahr. Ich hab's noch nicht mal. Ich hab ja schon ein Ei, also Wasser. Ich will das haben. Was ich noch gar nicht gezeigt hab, mit die gute Taste I. Hm? Du weißt, was ich meine, oder? Ja. Das habe ich noch gar nicht verwendet. Und zwar, wenn man jetzt auf ein Pokémon geht, dieses Pokémon anschaut und die Taste I drückt, bam, kommt der Pokédex. Pixelmon, Keifel, Name. Läuft. Pixelmon, Keifel, Description, on. Ah ne, Description. Also, das ist nicht on, sondern Description. Sehe ich schon. Funktioniert super. Ich denke mal, das liegt echt an der Sprache. Kann ich die schnell umstellen hier? Sprache, ich stelle es mal echt auf Englisch um. Nicht UK? Englisch, US ist glaube ich Standardsprache, oder? Das dauert wieder, bis er das übernimmt. Englisch. Dann. So, jetzt ist alles Englisch. Gucken wir mal, wo ist denn jetzt? Ist das weggerannt, das Viech? Wo bist du? Im Pokécenter. Immer noch. Ja, ich hatte gerade ein
Kampf gegen ein Plinfer. Ich wollte es mir eigentlich fangen mit meinem Nestball, aber es ist ausgebüxt. Bam. Trotzdem passiert dasselbe. Description, Pixelmon Description. Hier könnte ich jetzt ViewWiki machen, aber dann öffnet sich bloß der Browser. Das bringt eigentlich mal hier in dem Moment überhaupt nichts. Keifel, Quieke. Ich muss die alle mal anklicken, sonst bleiben die wahrscheinlich alle unentdeckt. Also man muss die mal anklicken. Und so entdeckt man dann den Pokédex wahrscheinlich. So, muss ich dich mal anklicken? I. Mudkip. Aber das mit der Description passt scheinbar noch nicht. Also zumindest funktioniert das bei mir nicht. Weiß nicht, ob bei dir da irgendwas drin steht? Nee, da waren irgendwie nur. Naja, Pixelmon.Description-Gedöns. Mehr steht da nicht. Das ist wieder bloß ein Europe. Nein, ist das jetzt. Ist es das, was ich denke, was es ist? Was denn? Wo bist du? Ich fange es! Nein, ich fange es. Ich habe zwar kein Pokéball, aber ich fange es. Was ist da? Kann ich das. Warte Sag mal. Nicht Glurak oder sowas. Nein, viel geiler. Das was ist das Früchte dazugekommen. Es gibt nichts Geileres. Doch. Lavita? Ja. Ach komm. Ein Despotter, hallo? Back, Pokéballs, Ultraball. Los, funktioniere. Ja, der ist Level 5. Dann müssen wir ihn wohl schaffen. Oder? Herzlichen Glückwunsch! Jawoll, ich hab ein. Toll, jetzt wurde ich angegriffen. Von einem Lavita Level 19. Water Gun. Ich lasse es jetzt erstmal Englisch. Oh, das macht gut Schaden. Es gibt bestimmt Level Up. Jawoll, Gravel Nether Quartz. Ich hab Nether Quartz bekommen und einen Stein. Critical Hit war das. Super effective. Level 16. Oh, oh. Jawohl, ist passiert. Falsche Musik, aber. Es entwickelt sich. Mudkip is evolving. Katsching. Da ist es. Morabel. Oder so hieß das. Mudshot. Mudslap. Machen wir das. Guck mal. Bravo. Oh, oha. Jetzt hat. Jetzt bin ich, ne? Jetzt kann ich hier. Ja, jetzt lege ich los. Soll ich das so, wie es ist? Bam. Ach, siehste, stimmt. Man kann ja. Die haben ja jetzt mittlerweile auch Skills. Das sehe ich gerade jetzt erst rechts oben. Wenn du die rausfährst, hast du rechts oben einen Skill, den du einsetzen kann. Rechts oben? Ach, stimmt. Hat. Forwatch. Was passiert da? Weiß ich nicht. Stärke ist das. E. C muss ich drücken, oder? Ja. Was macht nichts. F, C? Nö. Passiert nichts. Vielleicht muss man das auf Stein machen, wenn es Stärke ist. So, gucken wir mal einen Stein. Passiert da was? Nö. Nö. Nö, der kann auch vorwärts. Können beide vorwärts. Hat aber irgendwas gemacht, es lädt sich wieder auf. Oh. Was ist passiert? Weiß das nicht, nichts. Aha. Ich hab ein Lavita. Ich muss aber erstmal heilen gehen jetzt. Nachdem ich jetzt endlich ein Pokémon gefunden habe, was ich fangen wollte, kannte, durfte. Siehst du, das ist jetzt nur in der Nacht gespawnt, siehst du? Zum Glück sind wir nicht schlafen gegangen. Sonst hätte ich es niemals gesehen. Ein Und Pipi das hängt Level wieder. 48. Warum liegt denn hier was rum? Da ist jemand, irgendjemand ist hier auf unserem Feld rumgehüpft. So, Zerling. Bum 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 bum. Das ist da. Das ist so voll mein Inventar, gell? Ach ja, ich hab auch eine Mod mit reingeschmissen, mit der du dein Inventar sortieren lassen kannst automatisch, gell? Okay. Mit der mittleren Maustaste einfach mal reinklicken. Dann sortiert sich das. Oder versucht sich zu sortieren. So wirklich muss man dann halt erstmal durchblicken, was das heißen soll. Das habe ich jetzt eigentlich. Den geheilt? Nö. Siehst du, jetzt war ich im Pokémon-Sender, hat mir mal geheilt.
Toll, wie trainiere ich jetzt Lavita von Level 5 an nach oben? Kabadu? Wahrscheinlich, oder? Aber wir haben ja hier einen Wasserlauf. Kabadu, wo bist du? Auch das entwickelt sich das Level 30 zu Pupita, gell? Ab Level 30 Pupita, Level 55 Despotar. Also das dauert, Das bis ich kannst das. du schon mal schön trainieren, du. Oh, toll. Ja, Quiddle ist ja okay. So, also hier kommt schon mal der Wasserfall. Sind denn hier irgendwo Fische? Fische? Und Fisch aus Fritzen? Dö. Nö. Hier waren doch vorhin ein Haufen Carpados. Hast du die alle weggemacht? Nein, ich habe nur eins weggemacht. Das sagen sie alle. Dann klauen sie die Carpados. Mal gucken, vielleicht finde ich in dem freien Biom, also nicht Schneebiom, irgendwo. Ich habe schon wieder vergessen, einen Punkt zu machen, ne? Ich mache jetzt ein. Ich gehe jetzt nochmal zum Poker-Center und mache mir einen Punkt. Hui, hui, hüpf hin und her. Na komm. Oh, ich brauche was zu essen. Kommt her, ihr Fische. Yam, 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 Steckgallfisch. Om, nom, nom, nom. Da kommen sie wieder geflogen, die Magikarps. Das sieht so geil aus. Scheiße daneben. Wie sie einfach von oben runter geflossen kommen. Boah, kein Schaden macht's. Der Biss. Mal Sandsturm. Aber schade, da ändert sich nichts in der Umgebung. Das wäre geil, wenn jetzt so ein kleiner Sandsturm um ihn rundherum wäre. Was ist denn das eigentlich? Leer. Ich weiß nicht, was leer ist. Silberblick, glaube ich. Hä? Silberblick ist das, glaube ich. Ist das leer? Ja, ich glaube. Okay, ich weiß es nicht. Ich auch nicht so. So, und Sandsturm. Dass immer schön Schaden abgezogen wird. Jawohl, und immer weiter drauf. Wie oft habe ich es noch? Ich muss trainieren. 14 Mal. Schon wieder 11 Mal verballert, Wahnsinn. Und kaputt. Jawohl, stimmt, Fisch sammle ich ja auch wieder dadurch. Schon Level 7. EZ. Wie? Wie die Gottes Goldini und so hier einfach nur am Rand rumliegen. Das ist eigentlich so böse. Und wieder eins kaputt. Aber das gibt kein Level ab, weil das war bloß Level 6. Bist du Level 16? Ja, egal, warte mal. Tackle macht doch im Lavita nichts aus. Lavita ist doch nicht. Gestein. So. Hopp. Na komm. Ja, das macht echt keinen Schaden. Ich bin nur Level 7. Aber okay, na gut, das hat irgendwie viel Angriff, ne? So ein Tackle von dem Carpador. Jawohl, Level 8. Geht ja fix jetzt, du. Mehr oder weniger. Nein! Jetzt greife ich an und habe keine Angriffsdinger mehr. Schnell noch weg. Lass mich raus aus dem Kampf, ich will weglaufen. Jetzt lässt mich das nie abhauen. Dann wechsle ich halt das Pokémon. Oh, egal. Dann gibt's vor beim dicken Machot. Toll ins Gesicht. Dort. Tackle. Es funktioniert hier unter anderem auch, ne, wenn du ein Pokémon eintauschst, dann dass beide EP kriegen. Ah, cool. Und es gibt wirklich, es gibt auch einen EP-Teiler. Also den gibt es auch, aber ich glaube, der bezieht sich wirklich dann nur auf das Pokémon, das ihn hat. Also das kannst du einem Pokémon geben, du kannst Pokémon auch Items geben, es gibt genug Items. Und die, ja, die verstärken halt, je nachdem. Oder halt EP-Teiler gibt halt EP ab. So, aber der, den findet man wahrscheinlich auch nur in solchen Pokébällen, ne? Ja, genau. Pocket Chests. Oder es gibt auch noch
Ja, es gibt so riesige Bäume, die wachsen auch irgendwo random. Da kann man reingehen, da liegt auch immer so ein Pokéball drin. Okay. So, ich würde sagen, Das war's. haben wir es schon wieder, gell? Das ist. Wir haben jetzt beide zwei Pokémon. Wir können auch beide gleichzeitig rausholen, wie man da sieht. Oh nein. Nein, 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 nein. Die kleinen. Das sind beide meine. Eins. Aua. Bäm, haben wir schon vier Pokémon insgesamt. Läuft bei uns, ne? Ja. Und warte mal, welches Level ist denn dein Machoke? 30. Toll. Und mein Und Igel war das? 29. Toll, Level 16 und Level 8. Wenn wir mal wieder annähernd an einem Level sind, dann müssen wir mal einen Kampf machen. Auf jeden Fall. Aber erst wenn mein Maschok sich entwickelt hat, natürlich. Toll, wenn ich sage, bis mein Lavita sich entwickelt hat, können wir bis Level 55 warten. Na gut, bei dieser ist ja wirklich nur Tausch, aber Ja. lernt das danach noch Attacken? Ja, aber erst später, glaube ich. Also wenn es schon stärker ist, lernen die meistens immer erst später die guten Attacken. Ich, war das nicht bei Tausch- und Steinentwicklung, dass die dann nichts mehr lernen? Ich weiß es nicht mehr genau. Ich weiß es auch nicht, keine Ahnung. Kann sein, aber. Ich glaube, bei Steinentwickeln war das noch. Bei Tausch bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Ja, aber das soll es erstmal für heute gewesen sein. Wir bedanken uns vielmals fürs Zusehen. Wir hoffen, euch hat es gefallen, würden uns über Feedback freuen und sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss! Ciao.